Dann spielen wir gleich das nächste Spiel. Und zwar Fruit. 2 bis 5 Spieler. Hey, Penny hier. Bei meinem Spiel schlüpft ein Spieler in die Rolle eines Diebes, der versucht, Früchte zu stehlen. Die anderen Spieler in ihrer Rolle als Agenten müssen ihn enttarnen. Mische dich geschickt unter die Leute. Ja, das ist gar nicht mehr so einfach. Da muss man einfach so tun, als ob man einer von diesen KI-Gegnern oder KI-Leuten quasi ist. Darf nicht auffallen. So, das war der Titelbildschirm. Sieht sehr Science-Fiction-mäßig aus. Ziemlich cool. So, wir legen los. Der Dieb in diesem Spiel versucht, das Obst in der Stadt zu stehlen. Aufgabe der Agenten ist es, den Dieb in der Menge zu enttarnen. Dieb. Steuere den Dieb mit dem Gamepad und stiehl das Obst innerhalb des Zeitlimits. Agenten. Die Agenten müssen den Dieb auf dem Fernsehbildschirm enttarnen. Jeder Agent nur für sich. Okay, wir können sie nicht absprechen. Okay, wir sind 3 Dieb versus 2 Agenten. So, wir haben jetzt hier Level Apfelallee, eine belebte Straße mit vielen Bussen und Passanten. Die Gullis dienen als Abkürzung. Was haben wir noch? Ananas Aquapark. Berühmt für seine Ananas. Das Wasser fließt hier anders als anderswo. Melonenmuseum, ein Museum für frische Kunstwerke. Vorsicht bei Stromausfällen. Machen natürlich erstmal die Apfelallee. Ja, wir sind einverstanden. Besonderheiten des Levels. Gullis. Wenn du in einen Gulli steigst, wirst du teleportiert. Bildschirmschleife. Eine Schleife am Bildschirmrand befördert dich zur anderen Seite. Mhm. Tipps zum Erkennen von Dieben. Apfelklau. Die Bewegungen des Diebs beim Apfelklau verraten ihn. Diebdetektor. Alle 30 Sekunden enthüllt der Detektor die ungefähre Position des Diebs. Möchtest du als Dieb spielen? Ja. Lass dir von den Agenten während des Spiels nicht auf den Touchscreens schauen. ZR oder R's Blickwinkel. L oder Steuerkreuz ist bewegen. A ist Obst stehlen oder in den Gulli steigen. So, jetzt wähle ich meinen Charakter hier aus. Natürlich sieht jetzt nicht, wen ich mich hier entscheide. Tja, nehmen wir dann mal einer, der so ganz, ganz normal guckt, bei dem man gar nicht denkt, dass der es sein könnte, ne? Gut. Ich hab mal die Dinge erklärt hier. Ja, aber mit denen ist ja auch scheißegal. So, Paul Meister und Anton lesen sich noch ein paar Hinweise durch, die gerade auf dem TV-Bildschirm erscheinen. Ich sehe die gerade nicht. Ich sehe, wie ich mein Mannequin jetzt sich hier unter das Volk mischt. Ja, es steht so genau das, was ich gerade gelesen habe. Aber ich habe es vorher gelesen. Also wirklich, das ist voll der Zufall gewesen gerade. So, ich soll die 4 Äpfel stibitzen. Mhm. Na gut, dann machen wir das mal. Okay, dann schauen wir mal, dass wir das hier gut hinbekommen. Ne, das wird er dann am Ende, müsste das machen. Gut, dann versuchen wir mal, das hier gut zu meistern. Ich weiß nicht, wie gut ein Meister hier oder ein Anton schon eventuell wissen, wer ich denn sein könnte. Das ist die spannende Frage. Wow, sieht gar nichts. So, und jetzt ist es Zeit, den Dieb zu enttarnen. Auf dem Gamepad zeigen die Agenten, wen sie für den Dieb halten. Gib das Gamepad dem Agenten 1. Agenten 1, wäre okay auf dem Gamepad. So, ich bin Agent 1 und ich glaube, ich weiß es. Verdammte Scheiße. Nur der Agent, der den Dieb identifiziert, darf auf das Gamepad schauen. Alle anderen nicht heimlich blicken. Ja, oder ich, ne? Weil ja. Ich weiß es ja sowieso. Ich bin mir eigentlich sicher, dass der das war. Gib das Gamepad dem Agenten 2. Agent 2, wäre okay auf dem Gamepad, wenn du bereit bist. So, Anton wählt nun aus, wen er für den Dieb hält. Alle haben die
haben den Verdächtigen ihrer Wahl bestimmt. Dann ist es jetzt Zeit, den Dieb zu enttarnen. Nicht immer in die Kamera gucken. Und Bollmasse hat recht. Agent 1 siegt. Der Dieb wurde gestellt. Gute Arbeit. Ja, von Meister hat gewonnen. Gut, dann ändern wir jetzt, obwohl, wollen wir gleich die nächste Arena spielen? Obwohl, ja, dachte, ja, mit einem anderen Dieb jetzt. Wir haben so Einstellungen ändern, oder? Eigentlich nicht, oder? Was kann man denn überhaupt für Einstellungen ändern? Die, das. Die Arena, genau. Okay, dann spielen wir jetzt den Ananas Aquapark. So, Palmeister ist jetzt der Dieb. So, Besonderheiten des Levels. Hochwasser. Wird der Wal ärgerlich, steigt der Wasserstand. Bewegung wird unmöglich. Fließgeschwindigkeit. Kommen die Fische, setzt im Pool die Strömung ein. Erfasst auch Ananas. So erkennt ein guter Agent den Dieb. Ananasklau. Aha. Ja, das ist immer wieder das Gleiche. So, bitte sehr, Meister. Okay. Du bist der Dieb. Und wir werden gleich versuchen, dich zu enttarnen. Achtung, Agenten nicht heimlich auf das Gamepad sehen. Habe ich nicht vor. Das sind Warnsymbole jetzt auf dem TV. Gleich stibitze ich 4 Ananas. Der Rest ist für euch. Gezeichnet der Dieb. Ein paar Tipps für die Agenten. Wenn der Dieb Früchte stiehlt, dann fällt er auf. Achte auf diese Momente. Alle 30 Sekunden schlägt der Detektor an und zeigt, wo sich der Dieb aufhält. Potenzielle Verdächtige sind diejenigen, die im Detektorenbild zu sehen sind. Konzentration ist alles. Viele Personen in dieser Stadt sehen sich sehr ähnlich. Der Dieb hat sich unter die Badegäste gemischt. Aber wo ist er? 3, 2, 1. Und los. Wo ist der Dieb? Da wird doch eine Flagge über dir angezeigt, oder? Ja, jetzt schon. Ich habe gerade den Dieb gecheckt. Also der Meister weiß schon, wer er selber ist, natürlich. Ja, ich weiß inzwischen auch schon, wer Pornmeister ist. Nein, das war natürlich gelogen, weil... Woher sollte ich das auch wissen? Mhm. Okay. Das war jetzt gerade ein bisschen... Hä, ich verstehe diese Map nicht so ganz. Wenn man an der Seite rausgeht, ne? Wo kommen wir denn dann wieder rein? Auf der anderen Seite so. Okay. Boah, da sind aber viele drauf, ne? Hm. Die kommen in der Mitte wieder raus. Ach so. Ja, das ist natürlich fies. Natürlich immer gut, einfach auf die Früchte zu achten und dann zu gucken, ob da vielleicht gerade einer gestohlen wird. Hm. Ich dachte gerade, ich wüsste es, aber habe mich leider doch getäuscht. Okay. Okay. Na, dann weiß ich es ja jetzt. Ja, wir müssen wieder auswählen, wen wir für den Dieb halten. Agent 1. Und zwar habe ich da tatsächlich jemanden in Verdacht.
zwar ist es folgende Person. Scheiße, ich hab schon wieder vergessen. Ja, das finde ich gut. So, Anton, du darfst auswählen. Gucken wir mal. Alle haben den Verdächtigen ihrer Wahl bestimmt. Ich glaube, der sah so aus. Okay. Dann ist jetzt an der Zeit, den Dieb zu enttarnen. Ah, der mit dem Spitzkopf. Unter der Brücke immer geklaut. Auf jeden Fall, ja. Der Dieb gewinnt. Alles falsch. Das war also der Dieb. Wer hätte das gedacht? Jo. War ich wohl ein guter Dieb. Oh. Nochmal? Ja. Spielen wir jetzt das Melonenmuseum. Besonderheiten des Levels. Melonenschutz. Wenn es im Museum hell ist, können die Melonen nicht gestohlen werden. Stromschalter. Schalte den Strom aus, um Melonen stehlen zu können. Wenn es hell ist, hast du keine Chance. So erkennt ein guter Agent den Dieb. Umrisse im Dunkeln. Der Dieb kann nur im Dunkeln Melonen stehlen. Achte auf Silhouetten in der Nähe von Melonen. Melonenklau. Nach einem Melonenklau geht das Licht wieder an. Lass den Dieb nicht aus den Augen, wenn es hell wird. So, Anton möchte jetzt den Dieb spielen. Er legt sofort los. Wir sehen natürlich nicht heimlich auf das Gamepaddle. Mario Cash. Mario Zahlung. Ja, also da muss man viel bezahlen immer. Mario Pay am besten gleich. 3, 2, 1, los. Wo ist der Dieb? Einfach direkt mal jemanden verdächtigen. 4 Früchte nur. Ah ne, wir sind 5. Hä, aber muss ja nur 4 stehen? Die ganzen NPCs laufen einfach random gegen den Knopf. Alter. Mit dem einen Knopf sind auf jeden Fall richtig viele. Da muss Anton jetzt hinlaufen. Steht ja gar nichts. Mhm. Ja, es gibt mal keinen Detektor, ne? Ne. Vielleicht, weil es diesmal schwerer für den Dieb ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ah, Mann. Das ist echt. Ich hatte gerade schon wieder gedacht, aber es würde. Naja. Ich habe hier noch keinen Plan. Ja. Das ist echt ärgerlich. Wie lange dauert das, bis das Licht angeht? Boah, wie soll man das denn rausfinden? Ich habe keine Ahnung, wenn da immer so viele sind, woher soll man das denn wissen, wer das ist? Das ist im Prinzip unmöglich. Das ist eine schöne verdächtige Person, aber seh ich den nicht mehr. Ja, man kennt die auch dann überhaupt nicht.
das ist doch unmöglich, wirklich. Weil er kann ja einfach weglaufen und dann weiß ich ja überhaupt nicht, wer es sein soll, wenn das Licht ewig zum Angehen braucht. Ja. Das ist unmöglich dann. Aber es gibt noch zwei Früchte und er braucht nur noch eine. Wow, mal gar nicht mehr gesehen. Ja. Oh Gott. Unmöglich, wirklich, unmöglich. Ich will wissen, wer das schafft. Okay, dann nehmen wir mal zufällig. Lol, da ist keiner von denen, ich verdächtigt habe, dabei, ne? Mich verarschen. Super Messer. Ja, kein Plan, Alter. So. Alle haben den Verdächtigen ihrer Wahl bestimmt. Dann ist jetzt ist es jetzt Zeit, den Dieb zu enttarnen. Also doch der mit der komischen Glatze da, Halbglatze. Ja, Gott, den habe ich gar nicht verdächtigt. Es gab mehrere, ja. Hä? Ich hatte sogar einmal einen Verdächtigen, aber ich glaube, der hatte ein bisschen andere Farbe. Und dann... Das ist einfach... Wie soll man das schaffen? Beenden, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter mit Islands. Von Master, schau doch schon mal, was da steht. Islands, 2 bis 5 Spieler. Ich bin Frank. Es wird vermutlich niemanden interessieren, aber in meinem Spiel geht es in erster Linie ums Überleben. Der Beste wird sich durchsetzen. Hoffentlich habt ihr gemeinsam viel Spaß in diesem Spiel, mit diesem Spiel. Ja, das macht wirklich viel Spaß, Islands. Da muss man immer halt solche Fronks auf eine Insel schießen und hoffen, dass sie da drauf bleiben und dafür irgendeinen Punkt. Das macht wirklich Spaß. Gut, damit geht's also im nächsten Part weiter. Also bis zum nächsten Part und tschüss. Tschüssi. Tschüss.